Bitte, wir müssen ihn retten. Unseren Patienten geht's noch gut. Wir wissen es nicht, wie lange es noch gut geht. Ich glaube, es ist zu spät. Hey, mein Name ist Miquid. Und ich würde sagen, jetzt geht's schon ins Video. Let's go. Ich würde sagen, wir fangen erst mit einem normalen Auto an. Werden sie es schaffen, mit der Rampe rüber zu springen? Und dann wird es ein totaler Reinfall. Oh. Oh, was wird's, Zeitlupe? Und, oh mein. Die schaffen es, oder? Okay, also ein Auto hat es geschafft. Kann ein Bus es auch schaffen, ist die Frage. Entweder ist der Bus viel zu fett und sie werden alle sterben, oder sie werden es schaffen. Was wird es? Eins von den beiden. Oh mein Gott, mit so viel Speed. Oh mein... Nein, bitte. Oh, oh, oh. Sie haben es geschafft. War das knapp. Kann ein Truck das überleben? Platzieren 10 Menschen rein. Ein Fahrer. Hä? Egal. Wird in die Grube fallen. Zeitlupe. Und... Schafft er es? Schafft er es? Die haben schwer getroffen. Einer ist schon tot. Oh nein. Oh nee, es kann jetzt richtig schmerzvoll werden. Oh. Aua. Oh. Ja, gut. Ein Hovercar. Was ist das? Hightech Future-mäßig, oder? Motor an. Wird es schaffen oder nicht? Und Zeitlupe. Oh. Oh nein, sie überschlagen sich auch. Da bricht sich alle... Ah doch, aber er hat überlebt. Wir machen jetzt mal die Rampe flacher. Ich mache mal die Rampe steiler. Wir lassen aber mal nur ein Auto fahren. Und. Zeitlupe. Junge, die fliegen ja richtig hoch. Warte mal. Schafft sie es rüber? Schaffen sie es? Oh mein Gott. Den schmeißen wir mal runter. Ui. Also bis jetzt ist noch nichts die Klippe runtergefallen. Das müssen wir mal ein bisschen ändern. Ich habe eine dumme Idee. Jetzt haben wir 3 Busse. Starten den ersten, den zweiten und den dritten. Ich glaube, die Rampe ist viel zu steil. Der erste Bus. Und er... Was? Das wollte ich eigentlich nicht. Oh nein, die schaffen den Sprung nicht. Das sieht nicht gut aus. Der kippt einfach so um. Und bam. Oh mein, was? Der zweite. Auch Koppelzerschmetterung. Ich glaube, die haben nicht so sehr überlebt. So, machen wir eine neue Map. Tower. Das ist eine Person. So groß ist der Turm. Und... Spritzen? Death Spring kills living being instantly. Kann ich es ihm geben? Er ist einfach wirklich gestorben. Life Single kills nearly anything. Die bringt jetzt zum Wiederbeleben, oder? Okay, das ist geil. Was gibt's noch für Spritzen? Pink String. Nobody sure what this strings contains. Warte, ich stech's mal rein. Was passiert dann? Diese Spritze ist zu gefährlich. Er fängt an zu brennen. Einfach eine Spritze schmeißen und er wird sterben. Zombie Strings. Kann der ihn zum Zombie machen? Geht's dir gut? Hallo, wach auf. Ach, der wird grünlicher. Zum Vergleich war ich eine andere Person, eine gesunde. Töte ihn. Aber was ist mit dem Zombie los? Ich ignoriere es mal. Bone Eating Syringe. Was macht es? Der bricht sich alle Knochen. Ich lasse ihn so richtig rumschleudern, Leute. Ui. Oh, eine Spinne. Das sieht gar nicht gesund aus. Soll ich lieber aufhören, es zu drehen? Ninja, go! What the? Du fliegst so weit weg. Okay, lass den mal. Es gibt Landminen. Gehen wir auf eine Landmine. Gehen immer nur rauf. Hä? Ist ja null gefährlich. Wir machen mal 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Ignorieren wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass wir mal einen Menschen drauf fallen. So, wird er überleben oder nicht? Das ist jetzt die gute Frage. Der ganze Unterkörper wurde aufgefressen. Das ist das letzte Reststück von ihm. Spike Grenade. Ich mache kurz 2 Personen hier hin. Aktivieren die Bombe. Was passiert jetzt? Ich glaube... Oh! Er wurde im Nacken getroffen, er stirbt. Und er hat einfach 4 Stück in seinen Beinen bekommen. Leute, wir müssen eine OP bauen. Er wird verbluten. Nein, nein, wir müssen ihn retten. Er darf nicht so sterben. Wir retten dich. Ein Tisch für den OP-Saal. Dann auch noch wichtig. Eine Lebensanzeige. Und unseren Patienten geht's noch gut. Wir wissen es nicht, wie lange es noch gut geht. Okay, Joe, es kann jetzt ein bisschen wehtun. Aber wir reißen jetzt seinen ersten Splitter raus. Ah, wir müssen das schaffen. Ich glaube an dich. Der zweite Splitter. Zack. Und der dritte Splitter. Wir müssen die Wunden zuheilen. Wir brauchen Bandage. Jamie, du darfst nicht sterben. Nicht von uns gehen. Hier, komm. Bitte, halt dich das. Ja, wir haben ihn gerettet, Leute. Oder haben wir das? Granate! Au. Ich glaube, er lebt nicht mehr so ganz. Warte, wir machen nochmal einen zweiten Patienten. Mit dem können wir jetzt noch schön spielen. spielen. Natürlich müssen wir ihn zuerst fesseln. Du darfst dich nicht bewegen, denn es kann jetzt ein bisschen wehtun. Man kann den Typen Blut abnehmen. Und jetzt entziehen wir sein Blut. Und wir meinen vollen Kanister, Leute. Wie viel Blut kann er spenden, ohne dass er stirbt? 2 volle Kanister. Ein dritter Kanister. Oh, nam, 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 nam. Nochmal aussaugen. Oh, die Beine sind schon tot, ne? Irgendwelche letzten Worte. Soll ich ihn töten? Ich tu's. Es tut mir leid. Er ist tot. Aber ich kann ihn doch mit dieser Life-Syringe, oder wie das heißt, ihn wiederbeleben, oder? Er lebt wieder. Weil kann man den Gors auch eigentlich Blut entziehen und einsaugen? Das macht grünes Blut. Geben wir das grüne Blut dem Menschen. Wird er dann zum Monster oder was ist dann? Leute, wir haben jetzt hier so einen kleinen Container. Und in diesem Container können wir jetzt das Blut einführen. Und jetzt müssen wir dieses Blut der Person geben. Was wird passieren? Oh nein, er bekommt es, er bekommt es. Das Monsterblut ist aufgebraucht, es ist in seinem Körper. Ich tue ihn mal kurz befreien. Er fängt leicht an zu zappeln. Aber ihm geht's doch gut, oder? Er spürt gerade, wie das Monsterblut in ihm eindringt. Wird er zum Zombie? Er wird grüner. Wird er zum Zombie? Ist wieder rot. Was passiert jetzt? Nein, ich glaube, er zersetzt sich, oder? Das ist so gestört. Sein ganzer Körper wurde durchfressen. Und jetzt ist er tot. Warte mal, ich mach's mal jetzt genau andersrum. Ich gebe dem Monster jetzt mal Menschenblut. Passiert dann auch so was Ähnliches? Das Ghost bekommt jetzt Menschenblut. Würde jetzt genauso sterben wie er hier. Passiert nichts, oder? Der muss sich überlegen. Komm, der hat 2 Tonnen Blut von Menschen bekommen. Ihm geht's gut. Und dann kann ich, wie so ein richtiger Chemiker, Sachen zusammen vermischen. Zum Beispiel jetzt Pulver. Ih, was kommt da raus? Das muss ihn jetzt auch töten, oder? Der Ghost kann alles aufsaugen. Oil Flask. Es gibt auch Öl. Geben den Monster jetzt mal Öl rein. Ja, es stirbt, es stirbt, es stirbt. Also man kann das Monster mit Öl töten. Jetzt tue ich mal 2 Blut vom Ghost und 2 Öldinger kombinieren. Alles in einen Container. Jetzt tun wir mal alle mit dieser ekelhaften Mischung verbinden. Zuerst der Mensch. Der ist direkt tot. Der Gors. Der wird ebenso sterben. Wird der Roboter sterben oder nicht? Oh mein Gott. So Leute, das war's mit People Playground. Falls du den ersten noch nicht gesehen hast, dann checkt doch gerne mal ab. Und dann würde ich sagen, Leute, was mit diesem Video. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Miquid. Tschüss.